Der Sieg ist Sahne. Das ist mein größter Bock voreinander gewesen vor einem Traum. Ja! Ja! In den Bereich im Grunde fischen und dann das helle durchfliegen. Das Einzige, was man eigentlich beachten muss bei der Drift, bei der Führung von der Fliegen ist, wenn es dann so einen Bogen reinkriegt, ja. Ihr seht, der Bissanzeiger beschleunigt wird. Ja. Das ist eigentlich kontraproduktiv. Wenn ihr so sieht, wenn ihr jetzt keine Spannung drauf habt, wird er eigentlich in derselben Geschwindigkeit. Das müsst ihr versuchen zu erreichen. Und jetzt habe ich einen Zug drauf. Ja. Also jetzt im Grunde bremst die Fliegen schon ab. Da ist es jetzt so, dass mein Schlaufen oben ist, da muss ich sozusagen nach unten wenden. Jetzt habe ich wieder eine schöne langsame Drift. Also im Grunde machst du das Wenden für das, dass du die Spannung wegbringst von der Strömung. Das kannst du einmal machen, das muss man teilweise öfter machen, das ist je nach Strömung. Frage, die nur kurz, wenn wir schon bei dem Thema sind, ist mit dem Zähne 2. Ja. Man hört das ganz oft, dass du die Faust trägst, aber man sieht doch oft, dass die Szene 2 eigentlich sich doch mehr auf 9-3 verloren zum Teil. Genau, das stimmt. Was hat es mit dem auf sich? Das stimmt, das ist absolut richtig. Das hat in erster Linie kann es das sein, dass man eben hoch oben stoppt. Und wenn man jetzt die Schnur auch ablegt, dann ist der Stopp hoch oben und erst dann senkt man die Rutenspitze. Aber der Stopp ist trotzdem da. Das macht die Rutenspitze beim letzten Wurf, das Rutenspitze senken, macht man eigentlich wegen dem, dass man den Wurf auch ein bisschen abfedert. Dass eigentlich die Fliegenschnur nicht zurückfedert, dass sie das Fahrwerk eigentlich schön ablegt. Und der eigentliche Hauptgrund ist, natürlich wenn ich jetzt 25, also die gesamte Schnur werfen wollen würde, also 25, 30 Meter Schnur, dann wird der Weg zwischen zum Beispiel 10 und 2 gar nicht ausreichen. Dann muss ich einen Weg von, sage ich mal, 10 bis 3 oder sagen wir 9 bis 3 gehen. Das ist wirklich auf kurze Distanz, für kurze Distanz, da bin ich wirklich 10, 2, 10, 2, 10, 2. Wenn ich jetzt aber viel Schnur in der Luft halten will, wird meine Rutenspitzen von da weggehen. Und wird da unten enden, einfach weil der Weg länger ist und weil mir das dann ermöglicht, dass ich einfach mehr Fliegenschnur in der Luft halten kann. Alles klar. Das schaut dann so aus, da seht ihr auch, da wird jetzt meine Rutenspitzen auch viel niedriger runtergehen. Und der Stopp ist da wirklich eigentlich, kannst du sagen, bei zwischen 1 und 10. Ja. Da ist er wirklich viel flach da unten.
guter Fisch jedenfalls. Hast du noch nicht gesehen, den Fisch? Boah, der Hund ist komplett... Der ist komplett golden. Das ist sogar der Geld sprachlos, wenn das ein Fisch fällt. Fantastische Bachforelle. Auch für mich ein absoluter Ausnahmefisch. Um die 50 würde ich sagen. Fantastischer Fisch. Wir sind heute eingelohnt beim Jan Kubala auf der Kursacher Traun. Haben ein bisschen einen Crashkurs im Fliegenfischen. Fischen selber auch ein wenig. Ja. Neben dir. Ein paar Fische haben wir auch gefangen. Ja. Genau, ein paar Zupfer haben wir schon gehabt. Aber ja, ich glaube, da kommt noch was, oder? Ein paar kleine auch, ja. Schauen wir, vielleicht kriegen wir noch ein paar große. Geil, was soll man da sagen? Recht viel geiler geht's gar nicht. Petri. Petri, danke. Immer wieder unfassbar, wie unsichtbar die Fische sind. Die steht vor deinen Füßen. Da ist lieber eine Minute länger heute, nach der Regenbogen. Das ist auch schon wieder eine Zeit her, dass ich mir so ein Zeug was gedreht habe. Ist doch keine Aschen. Ah ja, schon her. Dankeschön. Aber dann hat es wieder Aschen, gell? Kein einziges Mal gesprungen. Hey, Dankeschön. We'll be right back.
Leute, wir steigen wieder da mit der Fliegenruhren. Kurzes Update nach der super coolen Jausen, lieber Kassemmerl hat es gegeben. Sind wir jetzt da an einen anderen Abschnitt gefahren, der was mir auch richtig gut gefällt. Ich war jetzt relativ lang da auf der Stelle, da bin ich nämlich einen Biss kassiert, nur wieder mal nicht schnell genug. Aber es ist eine absolut geile Fischerei, also mir taugt es voll. Irgendwas mache ich sicher noch falsch, weil mir meine Hand, also mein Arm tut mir komplett weh, also mir zirkt schon richtig. Aber das ziehen wir jetzt noch durch und hoffen nur, dass wir einen schönen Fisch fangen. Der Jan ist ein absolut geiler Guide, erklärt viel, weiß ein bisschen, wie die Forellen ticken da. Aber wie gesagt, steigen dort halt nicht viel, Aktivität ist halt absolut wenig da. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Mein Gott, nein. Wir fischen weiter, ziehen das durch. Ich habe da gerade einen Nymphal drauf. Und das mache ich mit so Rollwürfen und mit so Schlenzer. Wie gesagt, wirf ich das Zeug da raus und lasse es einfach mit der Strömung runter. Und ich hoffe, ich kann euch dann einen Fisch zeigen. Wir werden sehen. Wenn ich mich nicht ganz so deppert ausstört, dann vielleicht schon bald. Jetzt. Jetzt hat sich eine kleine angehängt. Wieder mal. Kleiner Fisch. Aber Biss war geil. Biss war geil. Kleines Fischerl. Das war eine geile Kescheaktion. Machen wir nur mal. Jetzt machen wir es. Wieder ein kleiner Fisch für mich. Wieder ein kleiner Fisch. Aufs Nymphal. Da haben wir es. Da haben wir gleich wieder rein. Aber ja, passt, hätte ich gesagt. Nicht unbedingt die obergroße. Aber mein Gott, Fisch ist Fisch. Und auf Fliegenruhren zählt er doppelt. Passt gut. Fangen wir die nächste. Kein Scheiß. Stark kann man eigentlich sein. Ja. Hey, war bis jetzt ein mega Tagerl wieder, hat super gepasst. Mhm. Die Fische waren ein wenig zickig, aber ein wenig was gefangen haben wir auch. Und Jan, danke mal für alles, ja, sehr, sehr und gerne. Für die Einladung. Oh, du musst uns jetzt verlassen Richtung Salzburg, ja, glaube ich. Ich bin jetzt am Weg heim. Genau, was dann mir noch denn? Ja, hey, wir fischen noch ein wenig. Ja, probieren wir nochmal den Spot von vorher. Genau, wir haben noch einen Platz in Evidenz, den wollen wir jetzt unbedingt noch probieren. Vielleicht sogar noch einen zweiten, aber den schauen wir uns jetzt nochmal genau an. Genau so ist es. Jan, danke. Aber es freut mich riesig, dass das halt bei uns ja, an der Golfer dran war. Ein paar Fische haben wir gefangen, ein paar schöne auch leider verloren, aber das gehört ja, dazu. Ja, Hauptsache du hast die deine gekriegt. Ich glaube, das war der wichtigste Fisch vom heutigen Tag. Das war für mich ein besonderer Fisch. Jahresfisch. Freut mich, dass du da warst und ja, ihr seid jederzeit auch herzlich willkommen. Gerne geil, einmal bei uns. Danke. Gerne. Und danke schön einmal. Danke, danke, danke. Ja, danke. Danke.
Fisch, Fisch! Großer Fisch! Fuck! Fuck! Ja! 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 Wegen dem Fisch sind wir da, Freund, wegen dem Fisch sind wir da. Wir haben gerade den Fisch gefangen, wegen dem wir eigentlich da sind. Nicht die oberste größte Gräs, aber eine schöne Eschen, darf ich sagen. Ich glaube knapp über 40. Ich schätze jetzt 42, 43. Mega geil. Danke nochmal Jan, der ist jetzt leider nicht mehr da. Aber die setzen wir jetzt in ihr Element wieder zurück. Mega geil. Alter, was kann man sagen? Den ganzen Tag Fische auf so eine depperte Aschen. Entschuldigung, ist einer von den geilsten Fische, was wir da eigentlich, meines Erachtens, in unsere Bäche da in Österreich haben. Nicht nur Österreich, auch überall anders, aber einer von den geilsten Fische. Neben der Bachforelle ist die Aschen der geilste Fisch und ich habe jetzt das Glück gehabt und habe eine fangen können mit meinen Skills, die mehr oder weniger nicht einmal vorhanden sind mit der Fliegenruhe. Aber es hat doch jetzt funktioniert. Ich habe mich nochmal zusammengerissen, volle Konzentration. Und dann hat es gebissen und der drüber extrem geil. Es ist alles auf der GoPro drauf, ihr werdet alles sehen, es ist mega geil, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Und jetzt muss der eine die andere fangen. Oder ich fange nur zweite, je nachdem, schauen wir mal. Schreibt es mir in die Kommentare, wer jetzt die nächste fängt, das würde mich interessieren. Wir gehen wieder zum Spot. Wir sind jetzt ca. ich schätze mal 100 Meter stromabwärts gewandert mit dem Fisch, weil der Hund so einen Trüg liefert und ich wollte ihn absolut nicht verlieren. Darum bin ich so lange wie es geht, so lange wie es gegangen ist, nachgegangen. Jetzt bin ich fertig, ich hört es eh. Aber jetzt müssen wir schauen, weil wenn der Andi jetzt anfängt, hat er nicht einmal eine Kamera und einen Kescher. Darum gehen wir jetzt rauf und fangen noch eine. Das hat sich jetzt noch mal richtig ausgezahlt, ha? Das war jetzt noch richtig geil. Noch vorher haben wir ja gerade den Jan verabschiedet. Der hat,
der hat fahren müssen und wir haben gesagt, wir fahren dann einmal auf die Strecken. Ja, und haben gesagt, wir wollen eigentlich nur genau 3 Plätze fischen. Ja, in Wirklichkeit haben wir 600 Meter gefischt. Aber genau. Und im Endeffekt haben wir nur 3 Aschen gekriegt jetzt. Richtig herrlich. Zuerst du, schöne auf den Nymphen. Mega geil. Und dann sind sie ein bisschen gestiegen und ich habe mir gedacht, ich möchte es einfach probieren, trockene drauf. Habe ich auch noch 2 gekriegt. Richtig fesch. Fein. Optimal. Und das Geilste ist, das sind einfach Wildfische da. Ich meine, sowas, wo fangst du sowas heutzutage noch in Wirklichkeit? Nirgends mehr. Ja, weil sie überall setzen, dass die Leute Fisch fangen, gehört eh alles aufgehört, aber da reproduzieren sie einmal richtig ordentlich. Und das sieht man an, die Fisch-30er-Forellen kämpfen wie Berserker. Wahnsinn. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Hä? Hat mich gefreut. Hä? Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Petri und bis. Spätri.